nach Sashimi fragen. Hi Soji, nicht wahr? Ich habe mich gefragt, ob man bei dir Essen bestellen kann. Vielleicht zweimal die Woche oder so. Yep, das ist überhaupt kein Problem. Wir machen sowas für viele Unternehmen hier. Warum fragst du? Ich war gerade im Katzencafé nebenan und habe eine deiner Kisten gesehen. Meine Arbeit verlegt mich in ein paar Wochen her, also dachte ich, ich sehe mal nach meinen Möglichkeiten. Du kommst vor Sahiko, was? Ja, sie hat schon seit Jahren einen Dauerauftrag bei mir. Ich bin überrascht, dass eine so kleine Frau zwei ganze Boxen essen kann. Zwei Boxen? Nein, ihre Bestellung ist nur für eine. Wenn sie mal zwei bestellt hat, dann vermute ich, dass sie eine... dass sie eine an ihre Katzen verfüttert. Ja, das wäre verrückt. Na gut. Lieferst du für Möbel nicht selbst? Sashiko ist direkt nebenan und eine sehr nette Dame, also versuche ich es immer persönlich zu tun. Wenn es allerdings etwas hektisch wird, bitte ich einige der anderen Stammgäste hier um Mithilfe. Wenn du Sashiko siehst, grüß sie von mir. Nächstes Mal versuche ich vorbeizukommen. Also wegen dem Dauerauftrag, den du aufgeben möchtest. Oh, ich muss noch ein bisschen darüber nachdenken. Ich melde mich später wieder. Danke für die Hilfe. Ein bisschen vage, aber definitiv kein Katzenvergifter. Die Suche nach dieser zweiten Box sollte mich zu einem Verdächtigen führen. Magst du Katzencafés? Du würdest mich an so einem Ort niemals antreffen. Ich hasse Katzen. Jedes Mal, wenn mich eine sieht, versucht sie mich zu kratzen. Was hast du zum Mittag gegessen? Das ist eine seltsame Frage. Ich hatte ein Lunchpaket aus dem Supermarkt. Warum? Das ist Atsuchis Buchladen. Sieht nicht so aus, als wäre er hier. Okay, der Typ ist ja nicht da. Magst du Katzencafés? Katzen? Nein, nein, ich mag keine Katzen. Ich habe eine Allergie, weißt du? Was hast du zum Mittag gegessen? Mittag? Kein Interesse, danke. Okay, alles klar. Hier hängt jetzt übrigens ein Kranich schon. War der Papierkranich vorher schon hier? Nein, war nicht. Obwohl die beiden Typen vor dem Rahmenshop fremd aussehen, kann ich sie fließend Japanisch sprechen. Sie grübeln über eine Karte und ein paar Zeichen. Okay, die werden wir aber gleich anschnacken. Wir fragen ihn erstmal, magst du Katzencafés? Ja klar, die sind in Ordnung. Ich hatte früher auch eins. Was hast du zum Mittag gegessen? Warum? Bitten Sie mich um ein Date, Lady? Wenn ich im Dienst bin, hole ich mir normalerweise eine Sushi-Box von Soichi die Straße runter. Und da habe ich mich auch wirklich gleich direkt richtig entschieden. Und zwar ihn beschuldigen, weil ich gesagt habe, selbst ein Katzencafé zu haben, kann ja auch eine Lüge sein. Deswegen habe ich ihn beschuldigt und das stimmt auch, weil der gute Mann nämlich ganz schöne Aufreger hat. Wie hast du... Moment. Es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe die Wohnung über ihren Laden und die Pelzkugeln jammern die ganze Nacht. Die verrückte Inhaberin gibt ihnen Sashimi zu Mittag, deswegen habe ich ein bisschen Apfelmittel reingemischt. Das ist alles. Ich würde ihnen nicht ernsthaft wehtun oder so. Eine kleine Reinigung ist eine gerechte Strafe für ihre Katze, die mich Tag für Tag wach halten. Diese Frau ruiniert mein verdammtes Leben und ist und ihr und es ist ihr egal. Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, der so denkt. Sie sollten froh sein, dass ich es war, der ihr eine Lektion erteilt hat und nicht jemand anderes. In Ordnung, gut, ich verstehe, du warst am Ende deiner Kräfte. Die Sache ist, ich bin eine Art Katzenmensch und ich bin eine Art Cop. Betrachte das als Warnung. Na schön, wie du meinst, Lady. Okay, jetzt wissen wir, dass der Gute das war und können ihr das sagen. Das mag sie vielleicht nicht überraschen, aber ihr Nachbar von oben ist nicht ihr größter Fan.
Takumi, diese kleine Ratte, was hat er getan? Wird Tomo sterben? Wenn das passiert, drehe ich ihm den Hals um. Nein, nein, nein. Es sind nur einige Abführmittel im Essen. Ich glaube, er wollte ihm nur einen Tag ruinieren, nicht den Katzen ernsthaft schaden. Oh Gott sei Dank, ich bin so erleichtert. Wenn es Abführmittel sind, sollte Tomo in ein oder zwei Tagen wieder gesund sein, wenn es sich aus seinem Körper gelöst hat. Was für ein kleiner Mistkerl. Was ist sein Problem? Er erwähnte, dass die Katzen ihn nachts wach halten. Ein paar Wochen oder jeder könnte da durchdrehen. Sie haben recht. Ich bin so daran gewöhnt, dass ich es nicht bemerkt habe. Aber ich werde einen Bauunternehmer bitten, herzukommen und nachzusehen, ob ich diesen Ort endlich schalldämmen kann. Tomo, du hast mir einen Schrecken eingejagt. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Jetzt, wo das Rätsel gelöst ist, könnten wir zu unserer Diskussion über die Sammlerin zurückkehren. Natürlich, ich habe sie nur einmal besucht. Ich wollte dem Café eine sehr seltene balinesische Rasse hinzufügen und nach wochenlanger Suche war ich überzeugt, dass es so eine in Tokio nirgendwo zu finden gibt. Gerade als ich die Hoffnung aufgegeben hatte, bekam ich aus heiterem Himmel eine E-Mail von ihr, dass sie die Rasse habe, nach der ich gesucht habe und dass ich in ihren Laden kommen solle. Es genügt zu sagen, dass ich ekstatisch war. Die Geschäfte liefen gut, also hatte ich auch etwas Geld übrig. Nur... sie wollte kein Geld. Sie wollte Panda. Hä? Sie wollte einen Panda? Nein, Panda war der Name einer alten Katze, die ich hatte. Sie war nichts Besonderes, eine alte Mischrasse, die mit mir nach Tokio gezogen ist. Ich bezweifle, dass ich dieses Geschäft begonnen hätte, wenn er nicht gewesen wäre. Aber er war auch wirklich alt und hatte einige gesundheitliche Probleme. Die Sammlerin sagte, sie würde sich um ihn kümmern, ihm die beste medizinische Versorgung geben, ihm das beste Essen geben. Pandas letzte Tage wären ein absoluter Trost. Im Gegenzug würde sie mir das balinesische Kätzchen umsonst geben. Ich dachte, es wäre das Richtige. Aber Panda war Familie. Was für ein Mensch bin ich denn? Ich habe ihn weggegeben. Ich vermisse ihn so sehr. Ich versuchte zurückzugehen und das Kätzchen gegen Panda zurückzugeben, aber die drei Kraniche vor ihrem Laden waren weg und ich sah sie oder Panda nie wieder. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Tut mir leid, wenn ich an Panda denke, macht mich das immer traurig. Danke für die Hilfe. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Theoretisch müssten wir jetzt zwei Kraniche da haben. Das haben wir auch. Wir haben diese Typen schon angesehen und werden jetzt mal mit den Typen reden. Hi, ich will nicht unhöflich sein, aber ich konnte nicht umhin, all die Karten und Notizen zu bemerken, die hier hin und her tauschen. Scheint ziemlich intensiv zu sein. Nein, nein, danke. Oh, tut mir leid. Ich dachte, du willst uns einen Flyer geben. Wir haben uns hier versteckt, um einen sehr hartnäckigen Cosplay-Dienstmädchen zu entkommen. Du bist doch kein verkleidetes Dienstmädchen, oder? Ha. Nein, ich bezweifle, dass ich den nötigen Schwung hätte, um auch nur 10 Minuten ein Dienstmädchen zu sein, geschweige denn den ganzen Tag. Ich war nur neugierig, was die zwei da macht. Natürlich all die Geheimnisse von Akiba lüften und du? Etwas Ähnliches, um ehrlich zu sein. Aber ihr scheint euch in der Gegend besser auszukennen als ich. Wie weit zurückgehen diese Seitenstraßen überhaupt? Oh Mann, du weißt nicht mal die Hälfte davon. Es gibt ganze Labyrinthe von Elektronikgeschäften, Verkaufsständen mit Computer und Radioteilen und alles andere, was man sich vorstellen kann. Wir haben beschlossen, die Gegend zu erkunden, ein bisschen Urban-Erforschung. Ich bin sicher, dass es nicht sehr originell ist, aber es ist ein lustiges Leben. Akihabara ist echt eine faszinierende Gegend. Urban-Erforschung? Was? Klingt interessant. Die meisten meiner Freunde schlafen an ihren freien Tagen bloß. Seid ihr Englischlehrer? Wer, ich? Nein, ich bin Schriftsteller. Naja, ein angehender Schriftsteller. Ich hatte erst ein paar Gigs. Hauptberuflich bin ich Werbeentwickler. Aber solche Projekte liefern mir den Stoff für mein kreatives Feuer. Wer weiß, vielleicht liest du ja irgendwie.
irgendwann mal etwas und findest darin eine Anekdote für dieses Gespräch. Ich bin Künstler, nebenbei Grafikdesigner. Cody hier hat mich beauftragt, mit ihm herzukommen und Skizzen zu machen. Wir erkunden die Stadt für das Buch, an dem er arbeitet. Ich hätte nie gedacht, dass die Leute so etwas tun würden. Was für ein Buch schreibst du? Urban Horror. Neon Noir in den scheinbar sauberen Straßen Tokios. Ich bezweifle, dass du die Dinge glauben würdest, die in dieser Stadt vor sich gehen, selbst wenn ich es dir sagen würde. Ach nein, es würde dich überraschen, wie bereit ich bin, dir zu glauben. Du hast also diese Straße skizziert? Irgendetwas Interessantes dabei? Interessant ist vielleicht nicht das Wort, das ich benutzen würde. Ich habe hier aber ein seltsames Gefühl. Ich meine, oberflächlich betrachtet sieht es aus wie jede andere Seitenstraße in Akiba. Sie bietet alles, was man erwartet. Eine verrauchte Spielhalle, ein Dienstmädchencafé, ein Katzencafé, ein paar Buchläden. Nichts Ungewöhnliches, jedenfalls nicht für Akiba. Soweit so gut, wir waren fast bereit weiterzumachen, aber siehst du den Aufzug da drüben? Ja klar, was ist damit? Sieht normal aus, oder? Das Äußere kann täuschen. Ja, wir haben eine kleine Lieblingstheorie darüber. Hört ihr das an? Wir glauben, er frisst Menschen. Ihr glaubt, der Aufzug frisst Menschen? Wir haben ihn die letzten Tage überwacht, soweit wir wissen. Gehört er zu keinem Laden in diesem Gebäude. Und hört ihr das an? Er lässt nur bestimmte Leute rein. Wenn sie reingehen, sehen wir sie nie wieder rauskommen. Ja, nur zu, versuche es, haben wir auch schon gemacht. Also kann es logischerweise nur eins von beiden sein. Er frisst Menschen oder Yakuza-Vampire. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eins davon sein könnte. Ich meine, es passieren hier eine Menge dubiose Aktivitäten. Verdammt, Sion, das könnte das Buch sein. Die Yakuza-Vampire von Akiba, schreib das auf. Ah! Oh, noch besser, ich mach schon ein paar Skizzen. Ich glaube, das ist die beste Idee, die du die ganze Woche hattest, Cody. Hast du nicht gesagt, du kennst einen Hollywood-Agenten in L.A.? Ja, und wenn wir das erstmal geschrieben haben, können sie es nicht mehr ignorieren. Vampire sind der letzte Schrei, oder waren es? Wir können sie zurückholen. Ihr habt eine bunte Fantasie. Glaubt mir, in dieser Stadt passieren auch im echten Leben viele merkwürdige Dinge. Vertraut mir. Man fängt an, herumzufragen und ist überrascht, was die Leute einem erzählen. Okay, dann gehen wir jetzt mal in die Pachinko-Halle und spielen. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich die Unterhaltung angefangen habe und mir aufgefallen ist, wo ich auf mein Aufnahmeprogramm geguckt habe, von wegen, hey, wie lange nimmst du eigentlich schon auf? 0 Minuten. 0. Nicht. Gar nicht. Du nimmst überhaupt nicht auf. Das heißt, wie gesagt, ich musste alles komplett nochmal von vorne machen, im Schnelldurchlauf. Hab mich genauso entschieden, wie ich mich entschieden habe vor, und ich hoffe, das hat jetzt alles so geklappt, wie es sein soll, und wir werden jetzt das Stofftier geben. Oh, sie ist wunderschön. Wo hast du sie gefunden? Ich taufe dich Gräfin Belinda Fluffelstuff. Danke. Lady Belinda ist nicht wie Samuel, aber ich nehme an, man muss lernen, Dinge hinter sich zu lassen. Wow, das ging aber schnell.
Wie auch immer, da du dich jetzt besser fühlst, kannst du mir sagen, was du über diese Sammlerin weißt. Natürlich, Herrin Ayaminian. Ich hörte, dass sie in Frankreich Modedesign studierte und dann nach Japan kam. Sie weiß alles über Akiba-Mode. Sie hat dieses Stilzwitzchen-Kostüm entworfen, das ich gerade anhabe. Sie hat nicht um Geld gebeten. Komisch, wie hast du sie gefunden? Naja, du wirst mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich verbringe viel Zeit damit, das Café zu promoten. Manchmal habe ich bemerkt, dass die Zeichenflaggen die Bilder auf ihnen änderten sich. Ich sehe an dem Ausdruck der Herren, dass sie mir nicht glaubt. Es ist wahr, ich schwöre auf meine neuen Leben. Sie zeigt einem auf dem Schild, was man will, wie eine Einladung zum Handeln. Dann, wenn drei Papierkraniche vor ihrem Laden sind, geht man runter und sie zeigt einem, was sie hat. Ihr Geschmack ist tadellos, sie irrt sich nie. Hört zu. Ich habe gehört, dass Dienstmädchen mit Fantasie und so mitspielen sollen. Aber das ist irgendwie schwer zu schlucken. Aber ist es wahr, Ayaminian? Vermutlich hat sie von irgendeinem lokalen Computerhacker Zugang zu einem der Schilder im Bereich bekommen. Ich denke, die anderen Ladenbesitzer hier stört es nicht, weil es nur gelegentlich vorkommt und die Geschichten wahrscheinlich mehr Geschäft bringen als die Schilder selbst. Ich kann gar nicht mehr richtig lesen, sorry Leute. Übersehe ich hier etwas? Woher weiß sie, was man will? Ayaminian, sie wollten der Detective sein, nicht ich. Ich wette, sie hat überall Webcams, damit sie sehen kann, was die Mädchen tragen und versucht, sie zu ködern. Es ist eine kleine Gruppe von Leuten, die dieses Gerücht kennen. Das ist wie unterschwellige Werbung, Nian. Nian, was ist los? Nein, so ist das nicht. So ist was nicht. Dieses Kleid, das sie für mich gemacht hat, war genau das, was ich wollte. Die Glocken, die Nähte, alles bis ins kleinste Detail. Jeder nahm immer an, ich hätte es im Auftrag gegeben, aber ich habe niemandem die Wahrheit gesagt, weil ich Angst hatte. Irgendwie wusste sie genau, was ich wollte, und als Gegenleistung wollte sie nur das alte handgefertigte Kleid, das meine Mutter und ich zusammen gemacht hatten. Ein erstaunlicher Deal, richtig? Aber irgendetwas stimmte nicht mit ihrem Laden. Ich meine, wer hat einen Laden, der 4 Stockwerke tief im Keller in einem Raum ohne andere Kunden ist? Ich fühlte mich wie eine Art Krimineller, obwohl ich nur ein Kleid besorgte. Und das Kleid, das ich weggegeben habe, war billig. Die Nähte waren nicht optimal und es hatte überall Flicken. Von all den Malen, als ich es reparieren musste. Trotz alledem wünschte ich, ich hätte es nie verraten. Manchmal denke ich, ich sollte es versuchen, aber die Wahrheit ist, dass ich Angst davor habe. Ich will da nicht wieder hin. Haha, entschuldigen Sie, Ayaminian, ich war irgendwie ein bisschen ernst gerade. Aber das ist alles, was ich weiß. Danke nochmal für Lady Belinda. Kein Problem, verliere sie jetzt nicht. Wow, Errungenschaft freigeschaltet, made new friends. Das freut mich ja, dass wir jetzt neue Friends haben. So, dann verlassen wir mal. Und jetzt müssten da 3 Kraniche hängen. Und wie ihr sehen könnt, die Werbung hat sich verändert. Und wir sehen unseren Partner. Das ist schon ziemlich krass. Das ist schon echt ziemlich krass. So, dann laufen wir schnell zum Aufzug. Aber ich würde sagen, bevor wir diesen Aufzug betreten, beende ich hier diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von Tokyo Dark. Macht's gut, Leute. Tschüss.